Das erste Börsenhalbjahr ist fast vorbei, das zweite steht vor der Tür. Beim DAX ist nicht allzu viel passiert, zumindest per Saldo. Circa 150 Punkte sind wir höher als zum Jahreswechsel. Die Frage ist für viele Privatanleger, was tun? Und das wollen wir bei Ralf Stemper nachfragen von Barclays Capital. Haben Sie denn eine Faustformel, was aktuell zu tun ist? Nein, das ist in der Tat schwierig. Also wie Sie sagten, der DAX pendelt schon seit Wochen, muss man sagen, zwischen 7.000 und 7.200 Punkten herum. Da fällt es relativ schwer, die Impulse fehlen, die Berichtssaison ist zu Ende. Das heißt, es ist auch nicht wirklich was Neues da. Ja, wir haben die Probleme in Griechenland, aber die scheinen den DAX doch nicht so sehr in die Knie zu zwingen. Ich denke mal, die erste Frage, die man sich stellen muss, wie möchte ich anlegen? Kurzfristig, also kurzfristig spekulativ in den Markt gehen oder eher längerfristiger? Beim längerfristigen sollte man vielleicht mal ein bisschen abwarten, zu schauen, in welche Richtung bewegen wir uns denn doch. Kommt mal ein Impuls, kommt mal irgendwas, was dem Markt mal zeigt, in welche Richtung es geht. Beim kurzfristigen geht's natürlich, kann man natürlich laufend, ob auf der Short- oder auf der Long-Seite, natürlich hier agieren. Würden Sie vielleicht zusammenfassen wollen an dieser Stelle, wird Griechenland geholfen, geht es Griechenland besser, sind auch Aktien wieder eine bessere Alternative und wird nicht geholfen, dann lieber eher raus? Also ich glaube, wir können uns das nicht ganz ausmalen, was passieren würde, wenn denn der Worst Case eintritt. Ja? Ich glaube, das kann man sich schwer vorstellen. Man hat sich vor Lehman Brothers nicht vorstellen können. Von daher vermag ich da jetzt nicht zu sagen, wie es jetzt an der Stelle weitergeht. Tatsache ist, der DAX ist sehr robust. Also das zeigt sich ganz deutlich, trotz der ganzen Probleme, die wir sehen. Der DAX hält sich eben trotzdem auf diese 7.000-Punkte-Marke. Aber das ist auch eben ein Punkt, dass ich vorhin sagte, man sollte vielleicht einfach mal abwarten, wie geht's hier, was gibt's hier für Entscheidungen, auch von der Politik, die auch noch nicht gefallen sind, die vielleicht doch einen Impuls geben, in welche Richtung wir gehen werden. Viele Anleger haben ja auch Angst davor, was passiert mit dem Euro, was passiert mit meinem Geld, gibt's wirklich eine Inflation, kriegen wir die D-Mark zurück, kriegen die Griechen die Drachme zurück, sind ja viele, viele Fragen. Vor diesem Hintergrund heißt es ja immer Flucht in Sachwerte. Und ist möglicherweise es nicht auch so, dass die Aktie ein Sachwert ist und deshalb sogar der Aktienmarkt ein ganz guter Fluchtort ist für diese Anleger? Ja, durchaus. Also Aktienmarkt sicherlich ein Thema. Natürlich hier besonders, besonders stark und oft betont ist natürlich das Thema Rohstoffe, Gold hier natürlich vor allem, wobei beim Gold stehen wir auch so ein bisschen auf der Stelle schon seit einiger Zeit. Also da scheint auch so ein bisschen die Luft raus zu sein. Aber klar, Sachwert ist definitiv ein Thema, das gespielt wird. Und dann sind vielleicht Aktien oder Rohstoffe, also ein Goldinvestment, vielleicht für mehr Anleger möglich, als sich gleich eine Immobilie zu kaufen, die gleich ein paar hunderttausend Euro kostet. Dann lassen Sie uns zum Schluss dann doch nochmal aufs zweite Quartal schauen, denn da könnte ja ein Quantitative Easing 3 kommen. Also Aufkauf von Staatsanleihen weiter in Amerika und vielleicht nicht nur von Staatsanleihen, da kauft ja man mittlerweile wahrscheinlich alles dann auf. Das wäre ja sozusagen die schönste aller Welten, in Anführungszeichen, für den Aktienanleger, oder? Ja, ich denke mal, das ist genau das, was der Markt braucht. Der braucht eine Richtung und wenn so ein sehr positives Signal da kommt, dann wird das sicherlich auch sich deutlich am Aktienmarkt positiver auswirken. Ich meine, wir sehen ja, der Aktienmarkt hält sich an der Stelle, wir wiederholen uns ständig, aber das ist nun mal so. Es ist verwunderlich bei den schlechten Nachrichten, die wir immer wieder haben und das zeigt mir so ein bisschen, die Leute wollen eigentlich in den Markt rein. Sie wollen eigentlich kaufen, aber sie trauen sich noch nicht wirklich. Und ich glaube, sowas würde sicherlich sehr, sehr helfen. Und dann wird es dem Aktienmarkt sicherlich sehr stark helfen, auch mal wieder nach oben zu gehen. Ein aktuelles Marktgespräch zum Halbjahr mit Blick aufs zweite Börsenhalbjahr mit Ralf Stemper. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.